Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über meinen Lesemonat März sprechen. Im März habe ich insgesamt 13 Bücher gelesen. Davon waren 10 Printexemplare, 2 waren reine Hörbücher und 1 hatte ich sowohl als E-Book als auch als Printexemplar, aber von dessen Inhalt darf ich euch heute leider noch nicht erzählen, weil es nämlich ein Testleseprojekt von einer lieben befreundeten Autorin war. Und ich hoffe, dass ich da auch inhaltlich ganz, ganz bald drüber sprechen darf. Warum ich es als E-Book und als Print hatte, hatte einfach nur die Bewandtnis, dass ich ihre Bücher meistens halt als E-Book testlese, mir da Notizen mache und es ihr dann zurücksende. Und dieses Mal hatte sie die Idee, das Buch einfach mal pro forma zu drucken, damit man einfach mal sieht, wie es in der Hand liegt, wie es aussieht. Und ja, ich durfte dann quasi das Printexemplar als allererstes in die Hand nehmen und durfte mit Textmarker und Stift und allem möglichen drin herum kritzeln. Ich durfte Kommentare dazu schreiben, ich durfte, wenn ich Fehler gefunden habe, natürlich auch die Fehler anstreichen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe irgendwann gar nicht mehr auf die Fehler, also auf die grammatikalischen Fehler geachtet, sondern habe einfach nur noch meinen Senf zur Geschichte zugegeben. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also das überlege ich mir tatsächlich, ob ich das für mich dann auch mal in Erwägung ziehe. Ja, das war also quasi Buch Nummer 13. Aber machen wir jetzt weiter mit den 12 Büchern, die ich in meinem Lesemonat zu verzeichnen habe. Starten wir einfach mit dem ersten Buch. Lustigerweise liegt das Buch, mit dem ich in den März gestartet bin, auch direkt oben drauf. Ich habe eigentlich schon im Februar damit angefangen, und das war Storchenherzen. Und ja, das ist eigentlich kein wirkliches New Adult und auch kein wirkliches Fantasy-Romantasy-Genre, aber manchmal muss man einfach aus seiner Komfortzone heraus und mal zwischendurch was anderes lesen. Wisst ihr, wie ich meine? Bin ich da die Einzige, der es so geht? Ich bin tatsächlich diesen Monat noch ein zweites Mal aus meiner Komfortzone raus, aber dazu mehr, wenn das zweite Buch auch kommt. Storchenherzen habe ich bei der Verlagsvorschau gesehen und habe es damals schon auf meine Wunschliste gepackt, weil mich der Klappentext so ein bisschen an eine Situation in meinem Leben erinnert hat. Es geht um 2 Hebammen, die eine Praxis zusammen betreiben, beziehungsweise ist es erst die eine, und später kommt dann halt noch die andere dazu. Und die beiden Hebammen haben mich sehr an die Hebammen in meiner Praxis damals oder in meiner aktuellen Praxis erinnert. Die eine, die schon länger in der Praxis ist, ist halt so ein bisschen, ja, ruppig, zynisch, sarkastisch angehaucht. Sie ist mit den werdenden Mamas, die so ein bisschen esoterisch angehaucht sind oder so Hipster-Mamis, ist die nicht so konform und das lässt sie halt leider auch spüren. Und im Umkehrschluss lassen die Kundinnen quasi auch in ihren Online-Bewertungen, ja, nicht so viel Lob für sie da, nennen wir es mal so. Und dem will sie eben entgegenwirken und holt sich dann Madita in die Praxis als zweite Hebamme. Und die ist halt das komplette Gegenteil. Die ist flippig, die ist lustig, die ist, ja, einfach zum Liebhaben. Und genau so, eine, die ein bisschen ruppig ist und eine, die so total süß ist, haben wir halt auch bei uns in der Praxis. Und die waren halt für mich damals zuständig. Und deshalb dachte ich mir, dass ich, oder deshalb hatte ich mir gesagt, du musst dieses Buch lesen. Insgesamt geht es sehr, sehr viel um den Alltag als Hebamme, was ich persönlich super spannend fand. Ich habe Maler ja genau in der Corona-Zeit bekommen. Das heißt, meine Nachbetreuung war, ich glaube, nur 4-mal. Also meine Hebamme kam, glaube ich, 4-mal zu mir und hat geguckt, wie ich das mit ihr mache. Und nach dem 4. Mal hat sie gesagt, ja, du machst das, hab da Vertrauen drin, das läuft. Und dann kam sie eben nicht mehr. Aber ja, das Buch hat mich da in vielen Momenten nochmal so flashbackmäßig zurückgeworfen, was ich einerseits schön fand. Wenn ich aber andere Dinge bedenke, dass zum Beispiel bei der Geburt
nicht alles glatt gelaufen ist und dass ja, die Hebammen da wirklich so viel Leid auch mit ansehen müssen, was auch hier im Buch erklärt wurde und beschrieben wurde, denke ich, dass da auf jeden Fall eine Triggerwarnung angesagt wäre, weil das eben so ein ganz, ganz sensibles Thema ist und viele Bereiche einer Schwangerschaft, sei es jetzt Fehlgeburt etc., ist ja noch so ein, oder sind noch so ein richtiges Tabuthema. Und ich finde es auch wichtig, dass Autoren auch über solche Dinge sprechen und einfach nicht das Berufsbild Hebamme hier total verschönigt wird, à la, ja, die begleiten die Mamas, halten das Händchen und knuddeln dann das Baby, sondern hier wird wirklich gezeigt, was sind die verschiedenen Kurse, was kann passieren, was muss so eine Hebamme alles auch emotional ertragen und so weiter. Und deshalb habe ich das Buch auch sehr, sehr genossen, weil es einfach so realitätsnah war. Bleiben wir einfach bei Themen, die total realitätsnah sind und die auch emotional sehr, sehr, ja, schwere Kost sind. Ich habe nämlich noch zwei weitere Bücher gelesen, in denen ein Thema behandelt wurde, oder eigentlich zwei Themen behandelt wurden, die an der Tagesordnung stehen, aber über die man sehr selten spricht, über die Betroffene auch sehr, sehr selten sprechen, weil es einfach so ein schweres Thema ist. Und zwar spreche ich von Nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover, das ich in Printform gelesen habe. Und das zweite, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wie es heißt, ich bin super schlecht mit Namen, Nur noch einmal und für immer. Ich habe die beiden Bücher gelesen, das hier quasi in Printform. Band 2 habe ich direkt im Anschluss, weil ich nicht warten konnte, als E-Book gehört, werde es mir aber auch noch in Printform kaufen, weil es mich einfach so berührt hat. In den beiden Büchern geht es um Lily und Atlas. Im ersten Band sind die beiden quasi noch Kinder. Lily wohnt natürlich mit 15 noch zu Hause und im Nachbarhaus sieht sie plötzlich, dass da ein Junge schläft. Das Haus ist schon seit 2 Jahren nicht bewohnt und da gibt es keinen Strom, da gibt es kein Licht, da gibt es kein Wasser, da gibt es keine Elektrizität und es ist fast Winter. Da gibt es keine Heizung. Das wollte ich eigentlich sagen, nicht Elektrizität, keine Heizung. Und sie freundet sich mit dem Jungen an und die beiden verbringen sehr viel Zeit miteinander, weil Lilly auch viel zu Hause ist. Die Eltern arbeiten eine Menge und deshalb kann Lilly nach der Schule Atlas immer mit zu sich nehmen. Sie schauen dann immer Ellen DeGeneres, die hat auch eine ganz große Rolle, zumindest die Sitcom oder die Talkshow hat eine ganz große Rolle hier in dem Buch. Und ja, die Freundschaft wird halt sehr, sehr innig und irgendwann, ja, verlieben sich die beiden ineinander. Wer hätte es gedacht? Da spoiler ich jetzt auch nicht groß. Ich meine, wenn die zwei Bücher über die beiden gehen, ist das wohl sehr nachvollziehbar und sehr logisch. Irgendwann zieht Atlas weg. Er sagt zu Lily, er zieht zu seinem Onkel nach Boston und die beiden verlieren sich aus den Augen, was ich richtig, richtig schade fand. Aber dann springt die Geschichte und dann geht eigentlich so dieser Hauptteil los. Vorher sind immer nur so Rückblenden in die Vergangenheit, die quasi durch Briefe an Ellen DeGeneres erzählt werden. Also es ist ein ganz, ganz besonderer Schreibstil oder ganz besonderer Erzählungsstil, den Colleen Hoover da gewählt hat. Und in der Hauptgeschichte geht es eigentlich erstmal nur um Lily, die sich ihr Leben aufbaut und dann Ryle kennenlernt. Die beiden verlieben sich, heiraten etc. etc. Doch ja, Ryle stellt sich als gewalttätig heraus und darauf basiert dann quasi die ganze Geschichte. Sie geht um die Ehe, sie geht um die Gewalttätigkeit, um häusliche Gewalt gegen Lily und wie sie damit umgeht. Und ja, das Problem bei ihr ist einfach, sie hat es in ihrer Jugend selbst mitgemacht und konnte ihre Mutter gar nicht verstehen. Und jetzt lebt sie selbst in so einer Ehe und muss schauen,
wie sie damit umgeht. Das Thema, das ist einfach so präsent und es redet keiner drüber. Ich habe so oft geweint bei diesem Buch, weil mir das alles so leid getan hat und ich im Hinterkopf aber immer wusste, dass das Dinge sind, die wirklich geschehen. Und jedes Mal, wenn irgendwie der Name Atlas gefallen ist, ist Ryle komplett durchgedreht. Und das fand ich so, so, so arg schlimm. Ich denke, ich spoiler jetzt nicht groß das Ende, wenn ich sage, dass es in Band 2 um Lily und Atlas als Erwachsene geht. Also es ist einfach ein super, super kompliziertes Konstrukt. In Band 2 ist Lily dann eben auch alleinerziehende Mama quasi. Ryle hat ihre Tochter ab und an. Und gerade Band 2 hat mich nochmal mehr berührt, weil es mich einfach persönlich angesprochen hat als alleinerziehende Mama. Weil einfach auch gezeigt wird, was Lily alles leisten muss. Sie muss ihren Job wuppen als selbstständige Ladenbesitzerin. Sie muss ihr Kleinkind erziehen. Ich meine, sie hat große Hilfe durch ihre Mutter, durch ihre Schwägerin und deren Mann und auch natürlich durch den Vater, der sie mehrmals die Woche hat. Aber sie steht im Großen und Ganzen trotzdem mit dem Kind alleine da. Und jemand, der das noch nicht mitgemacht hat, der kann das zwar durch Empathie und so nachvollziehen, aber wenn du selbst in dieser Situation bist, dann ja, macht das was mit einem, wenn man auch noch darüber liest. Und ja, Lily ist einfach eine super, super starke Person und ich finde die Bücher einfach klasse. Als ich gehört habe, dass die beiden verfilmt werden, weil ja, ich natürlich viel über die Bücher recherchiert habe, und dann gesehen habe, wer die beiden spielt, dachte ich mir so, okay, das wird richtig gut. Also ich freue mich schon sehr drauf, wenn das Ganze dann in den Kinos anläuft. Ich werde direkt am Tag 1 gefühlt da sitzen und mir das anschauen, wenn ich einen Babysitter habe. Und ja, kann die Reihe wirklich nur jedem ans Herz legen. Jetzt habe ich euch so lange mit 2 Büchern vollgequatscht. Machen wir ratzfatz weiter mit dem nächsten Buch. Das habe ich euch schon so oft in die Kamera gehalten, dass ich da gar nicht mehr viel Worte drüber verlieren muss. Und zwar ist das Westwell Band 3, Hot and Cold. Also über die Westwell-Reihe habe ich euch schon so viel erzählt. Es geht um Josiah Coldwell und um Helena, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Weston heißt sie, genau. Die beiden kommen aus 2 Familien in New York, die sich absolut nicht ausstehen können und verlieben sich ineinander, weil sie gemeinsam den Mordfall ihrer Geschwister auflösen wollen. Die ganze Reihe dreht sich quasi um dieses Thema, also um den Mord an ihren Geschwistern und um diese Familienfehde, nenne ich es jetzt mal, und um die New Yorker Society. Ja. Band 3 ist dann quasi das große Finale. Ich muss persönlich aber sagen, dass das für mich leider der schwächste Teil war. Ich hatte nach Band 1 und 2 so viele Fragen und habe die so durchgesuchtet. Und als ich dann hier das große Finale gelesen habe und die Auflösung gelesen habe, wer hinter dem Mord steckt und was die Hintergründe sind, bliblablub, dachte ich nur so, okay. War jetzt nicht so spektakulär, wie ich es erwartet habe. Ich versuche das jetzt nicht zu spoilern oder so. Also ich persönlich liebe es, wenn jemand, der einen zum Beispiel jetzt 3 Bücher begleitet hat, als Good Guy und als Hilfe und als whatever Freund, sich dann als böse herausstellt. Aber hier hat mir das einfach gefehlt. Hier war der Böse quasi für mich komplett irrelevant. Und ja, das hat irgendwie mir das Ende so ein bisschen versaut. Deshalb hat dieser Band auch, ich glaube, einen Stern oder 1,5 weniger bekommen als die anderen beiden. Welches Buch mich dafür aber wieder sehr, 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 sehr begeistern konnte und welches Buch auch ebenfalls ein Finale einer Reihe ist, ist The Way We Melt von Nena Tramontani. Es ist der finale Band der Hungry Hearts Reihe und ich habe ihn einfach nur sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe ihn geliebt. Ich mag aber auch das ganze Setting. Es spielt in einer Kleinstadt und
noch präziser in einem Restaurant in dieser Kleinstadt. Das wird von einer Familie betrieben, die drei Söhne hat und in jedem Band geht es quasi um einen der Söhne. Hier sind wir bei Nicholas und Darcy. Darcy arbeitet im Restaurant der Familie, im Prisma, und war schon früher mit einem der Söhne liiert, was aber keiner wusste. Und eines Tages ist Nicholas einfach gegangen, hat sein Ding gemacht und hat Darcy zurückgelassen mit gebrochenem Herzen. Jetzt ist er zurück und die beiden treffen erneut aufeinander. Es ist also so eine schöne Lovers to Enemies to Lovers Geschichte, was ja irgendwie nochmal so ein kleines Kirschchen auf dem Enemies to Lovers Eisberg ist. Eisbecher ist. So. Ach ja, manchmal rede ich und weiß gar nicht, wohin ich damit möchte. Ich finde die Reihe einfach klasse. Nena Dramutani hat sich da in jedem Band auch drei Dramen, nenne ich es jetzt mal, herausgepickt, die wirklich schön zu lesen waren, schön traurig zu lesen waren und die mich auch in ihren Bann ziehen konnten. Darcy mochte ich in den ersten beiden Bänden schon sehr, sehr gerne. Sie ist eine richtig schöne, tolle, coole Protagonistin und zeigt Nicholas auch gerne mal die Krallen, was ich ja immer sehr, sehr mag, wenn sich die Protagonisten nicht wie so eine graue Maus verstecken und alles mit sich machen lassen, sondern wenn sie Feuer haben und das auch zeigen, wenn sie verletzt sind und Kontra geben. Und genauso ist Darcy. Die beiden als Couple sind aber auch mega süß zusammen. Und abgerundet wurde das Ganze eigentlich noch durch das Projekt, an dem die beiden zusammen arbeiten müssen. Da geht es um Food-Fotografie und das ist ja auch so was, was mich begeistern kann. Allgemein, meine Leute, die kriegen immer schon die Krise, wenn ich sage, stopp, es ist keine was, ich mache erst ein Foto. Das ist eben so ein Tick von mir und ja, da müssen meine Leute einfach durch. Deshalb habe ich das aber auch hier gefeiert und die Reihe ist einfach eine ganz große Empfehlung von mir für euch. Kommen wir von einer ganz, 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 ganz großen Empfehlung für euch zu einer, ja, kann man mal lesen, muss man aber nicht wiederholen, Empfehlung. Und zwar spreche ich von We Are Like the Sky und We Are Like the Sea. Das erste We Are Like the Sea habe ich als Hörbuch gehört, weil ich das hier quasi als Print-Exemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und dachte mir so, ja, man kann sie zwar unabhängig voneinander lesen, aber komm, hörst du dir noch das Hörbuch zu Band 1 an und dann weißt du zumindest ungefähr, wer die Charaktere sind, um die es in diesem Buch geht. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Band an. Da geht es um Lavenda, die quasi ihre Kindheit auf der Insel, auf der die ganze Reihe spielt, verbracht hat. Und eines Tages ist etwas ganz, ganz Schlimmes passiert und sie ist von der Insel, hat der Insel quasi den Rücken gekehrt und ist nie wieder gekommen. Jetzt ist ihr Onkel gestorben und sie ist zurück auf der Insel, was allerdings nicht von jedem gut aufgenommen wird. Viele erkennen sie gar nicht, viele allerdings schon und lassen sie das auch arg spüren. Einer, der das nicht kapiert, dass sie das ist, ist Jonne. Und der flirtet auch ganz, ganz schamlos mit ihr, bis er dann tatsächlich herausfindet, dass sie besagte Lavenda ist, die vor 12 Jahren der Insel den Rücken gekehrt hat, ihren Onkel im Stich gelassen hat, sich nie wieder groß bei ihm gemeldet hat und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte, obwohl er sie eigentlich so als Stütze gebraucht hätte. Er war nämlich irgendwann dann auch krank und wollte einfach nur Kontakt zu seiner Familie und sie war da richtig biestig und hat sich einfach nicht gemeldet und hat nicht geantwortet, nicht reagiert. Und Jonne war so ein bisschen so ein Ersatzsohn von diesem besagten Onkel. Der hat ihn so ein bisschen unter die Fittiche genommen und dementsprechend auch mit ihm seine Krankheit durchgestanden. Deshalb ist Jonne da richtig, richtig angepisst. Ich konnte das einerseits schon verstehen, weil ich auch so jemand bin, wenn du jemandem in einer schlechten Situation nicht beistehst, musst du dann auch nicht kommen und das Erbe einstreichen oder so, in diesem Fall. Aber ich finde, die Autorin hat das gut gelöst.
dass die beiden sich wieder ein bisschen annähern und dass sich dann bei ihnen eine Geschichte entwickelt und dass sich auch mit dem ganzen Dorf auf der Insel, nenne ich es jetzt mal, eine Geschichte entwickelt, dass sich da ein Plätzchen für sie findet, wo sie sich einleben kann und einfach auf der Insel bleiben kann. Was mich allerdings an dem Buch extrem gestört hat, war, genauso wie in Band 2 auch, eine Sidekick-Protagonistin. Sie war furchtbar kindisch, furchtbar laut, furchtbar nervig und hat ungefähr in jedem zweiten Satz das Wort Schokobrötchen erwähnt. Hätte ich, ungelogen, in Band 1 für jedes Schokobrötchen, das erwähnt wurde, etwas getrunken, wäre ich am Ende des Buches betrunken gewesen. Es ist so. Und irgendwann war ich so innerlich einfach nur so, oh Gott, sie redet schon wieder von Schokobrötchen. Immer wenn ich das Wort gehört habe, habe ich hier so gesessen. Hätte ich ein Buch in der Hand gehabt, hätte ich es vermutlich von mir geworfen. Bei Hörbüchern geht das ja leider Gottes nicht. Ja, das ist auf jeden Fall so mein Resümee von Band 1 und Band 2. Da hatte ich ja wirklich die Hoffnung, dass es besser wird. Und auch hier haben wir wieder eine Protagonistin, die nach einigen Jahren der Abwesenheit zurück auf der Insel ist. Das hat allerdings einen anderen Grund. Hier geht es um Levi und Riven. Riven war auch schon sehr, sehr lange nicht mehr auf der Insel, wie gesagt, und hat dort einen Großvater, der früher den Jugendraum der Insel quasi betreut hat. Aber in der letzten Zeit macht er mit komischen Aktionen auf sich aufmerksam, ist einfach bei Wind und Wetter ohne Schuhe, ohne Jacke draußen an den Klippen und solche Geschichten, vergisst Sachen und Levi beschließt, seiner Enkeltochter mal zu stecken, was denn so Phase ist. Und natürlich macht sie sich direkt auf den Weg und fährt zur Insel, fährt ihren Vater besuchen, das ist ihr Vater, nicht ihr Großvater, und schaut einfach nach dem Rechten. Sie hat zwar noch andere Geschwister und auch noch eine Mutter, die halt von ihrem Vater getrennt lebt, und irgendwie interessiert sich so keiner für ihn. Das hat mir so richtig leid getan, dass er so auch völlig allein auf dieser Insel lebt und keiner der Familie fragt so richtig nach ihm, außer Riven, die halt mehrmals im Monat anruft, aber das ersetzt ja auch keinen richtigen Kontakt, oder das ist ja auch kein richtiger Kontakt. Ja, in dem Buch wird eine Krankheit thematisiert, die ich so bisher auch noch selten gelesen habe in einem Buch. Dementsprechend war es für mich sehr, sehr spannend zu erleben, wie so dieser Krankheitsverlauf sich äußern kann. Riven war auch eine richtig coole Protagonistin. Auch hier hat mich wieder diese Sidekick-Protagonistin ein bisschen genervt. Ich hatte auch Panik, dass die quasi Band 3 übernimmt. Aber ich habe mir letztens noch den Klappentext durchgelesen, weil ich dachte, nee, wenn die das ist, dann lese ich Band 3 auf keinen Fall. Aber es geht um jemand anderen und dementsprechend werde ich Band 3 wohl trotzdem noch lesen oder vielleicht auch einfach als Hörbuch hören. Kommen wir zu dem versprochenen zweiten Buch, das mich aus meiner Komfortzone gerissen hat. Und zwar war das Sorry, ich habe es nur für dich getan von Bianca Iosivone. Das ist ein Thriller. Er wird auch als Romantic Thrill angepriesen. Und wer Bianca Iosivone kennt, weiß, dass sie in der Regel gerne Fantasy schreibt oder New Adult Liebesromane. Dementsprechend war ich sehr gespannt, wie sie es denn nun mit einem Thriller handhaben wird. Ob der vergleichbar ist mit anderen Thrillern. Ich habe zwar noch nicht so viel Erfahrung, auf die ich zurückgreifen kann, aber ich habe zum Beispiel ja schon zwei Arno Strobel gelesen und der ist ja so ein Master of Thrill. Ich habe leider noch keinen Fitzek gelesen, aber ja, was soll ich sagen? Das Buch hat mich schon gefesselt, aber man hat halt auch einfach gemerkt, dass es sehr, sehr viel Romantik-Sequenzen hat. Nennen wir es mal einfach so. Aber um was geht es überhaupt in dem Buch? Wir begleiten Protagonistin Robin. Sie ist Journalistin und ungefähr seit einem Jahr von ihrem Ex-Freund Julian getrennt. Auch hier haben wir wieder diese Thematik mit
häuslicher Gewalt und Unzurechenbarkeit und Fehltritten und einfach einer nicht gesunden Beziehung. Also Hut ab, dass sie sich da getrennt hat. Sie baut sich ein neues Leben auf ohne besagten Julian und ja, hat eben auch ihren besten Freund zur Hand und ihre Schwester. Die beiden sagen auch, dass sich Robin in der Beziehung zu Julian sehr verändert hat, dass sie nicht mehr sie selbst war. Und beide sind auch sehr, sehr froh, dass sie da raus ist und ja, wieder zu ihrem ursprünglichen Sein zurückgekehrt ist. Nenne ich es jetzt einfach mal so. Doch plötzlich steht die Polizei bei Robin auf der Arbeit und sagt, dass Julian verschwunden ist. Und ja, dann geht das ganze Spielchen los. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich sag jetzt einfach mal, 80% der Plot-Twists kommen sehen habe. Also alles, wo Bianca versucht hat, einen auf die falsche Fährte zu führen, habe ich durchschaut, muss ich ganz ehrlich sein. Und es war zwar für mich spannend, aber jetzt nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie es jetzt bei anderen Büchern war, wo ich dachte, ich muss das jetzt sofort lesen, weil ich sonst nicht schlafen kann, wenn ich nicht weiß, wie diese Situation aufgelöst wird. Romantic Thrill finde ich jetzt ein bisschen ja, überzogen. Also es war für mich kein Thriller mit Romantikpunkten oder Parts, sondern es war für mich eigentlich eine Romance-Geschichte mit Thriller-Elementen, würde ich es jetzt behaupten. Also es war jetzt nicht so, dass es komplett eine düstere Stimmung war, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, es ist einfach ein Liebesroman mit Crime- und Thrill-Elementen. So. Insgesamt lese ich aber Biancas Bücher super gern, egal in welchem Genre. Ich mag ihren Schreibstil, ich mag ihren Spannungsaufbau in der Regel. Das Einzige, was mich hier jetzt extrem gestresst hat, war einfach die Auflösung. Für alle, die das Buch nicht gelesen haben und oder es noch lesen wollen, skippt mal bitte 30 Sekunden weiter. Es ist da was, das muss ich jetzt einfach loswerden, auch wenn das extrem das Ende spoilert. Also wer es nicht hören will, skippt jetzt bitte, spult einfach vor, bis ich das nächste Buch in der Hand halte. So, ich erzähle euch jetzt, was mich am Ende so gestört hat. Wie soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass Robin und Kuba die kriminellen Superhirne sind und dass nicht herauskommen wird, dass sie quasi für den Mord an Julian verantwortlich sind. Und wenn irgendwann irgendjemand in dieses Haus kommt, die Leiche von Julian findet, dann kommt die Spurensicherung und dann findet die 3 Millionen DNA-Teile von Robin, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das könnt ihr mir aber sagen. Die sind keine kriminellen Superhirne. Die werden damit nicht davonkommen im realen Leben. Punkt. So, das war's jetzt von mir. Spoiler Ende. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Buch. Das nächste Buch habt ihr in meinem What I Read Next Video zum Sieger gekürt. Das war Welch grausame Gnade. Ich habe es natürlich auch gelesen. Und bin auch froh, dass ich es endlich von meinem Sub befreit habe. Aber leider ist es so, dass ich jetzt es sehr schade finde, dass ich es gelesen habe, weil es einfach auch diesen wunderschönen Buchschnitt hat. Aber ich mochte es nicht. Ich mochte es gar nicht. Und jetzt struggle ich mit mir, ob ich die Reihe trotzdem weiterlesen möchte, weil ich sie so im Regal stehen haben möchte, oder ob ich den Platz räume und es verkaufe mit diesem wunderschönen Buchschnitt, dass dieser Buchschnitt quasi ausziehen muss. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir da noch sehr, sehr unschlüssig. Haltet einfach mal meine Videos im Auge. Vielleicht sortiere ich es demnächst auch aus und dann hat vielleicht einer von euch die Chance, es zu ergattern. Also falls irgendjemand Interesse daran hat, darf er oder sie mir auch gerne bei Instagram schreiben. Ich denke, wenn ich jemanden weiß, den ich damit glücklich machen kann, indem ich es verkaufe, dann fällt es mir auch leichter, mich davon zu trennen, von diesem Buchschnitt. Aber ja, kommen wir einfach dazu, warum es mir nicht gefallen hat und um was es geht.
Es ist auch so ein bisschen Romeo und Julia der 20er Jahre, ich glaube irgendwie so 1926 spielt das, ja. In Shanghai. Romeo und Julia in Shanghai. Es geht um eine Blutfehde zwischen zwei Familien. Ich meine, zu Romeo und Julia muss ich euch nicht so viel erzählen. Doch hier kommt eine weitere Komponente ins Spiel, und zwar irgendwas oder irgendjemand bringt Menschen um, und somit sind die Protagonistinnen, wie heißen sie, Juliette Kai und Roma Montagu, glaube ich. Juliette und Roma, nennen wir sie einfach Juliette und Roma. Die beiden müssen quasi zusammenarbeiten. Sie hatten früher mal eine Liebschaft und die ist nicht ganz so schön ausgegangen. Dementsprechend sind sie auch nicht ganz so gut aufeinander zu sprechen. Jetzt müssen sie aber zusammenarbeiten, um quasi Shanghai zu retten. Und ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass es viel um die beiden geht, um die Familien, um das Zusammenarbeiten, zusammen am Fall arbeiten und das sich wieder annähern. Meine Theorie gewesen, um was es hier geht. Aber ich muss sagen, zu mindestens 60% geht es in dem Buch um die Machenschaften in der Stadt, um die Rangordnung in der Stadt, um die Gesellschaft, um die Politik. Und das ist alles sowas, was mich echt 0,000 interessiert. Das ist für mich in einem Buch so ein Randdetail, dass man mal kurz erklärt, wieso die Gesellschaft aufgebaut ist, blablabla. Aber dass es da die ganze Zeit um irgendwelche Intrigen und Hierarchien und Rangordnungen und hast du nicht gesehen geht, war für mich halt eher so Schnarch. Das mag einem gefallen, mir gefällt es nicht. Und dementsprechend, ja, gehe ich mal davon aus, dass ich das Buch nicht weiterlesen werde. Weil diese ganzen anderen Punkte, auf die ich mich gefreut habe, die waren jetzt auch nicht so überzeugend für mich. Eins kann ich euch allerdings versprechen, die kommenden 3 Bücher, die noch fehlen auf meinem Lesemonat, waren für mich sehr, sehr, sehr überzeugend. Eins davon wird wahrscheinlich auch so ein All-Time-Favorite, weil die Reihe sich zu einem All-Time-Favorite entwickelt hat. Und die anderen beiden waren beides Reihenauftakte, die ich auf jeden Fall weiterverfolgen möchte. Einer dieser Reihenauftakte war Fallen Kingdom von Dana Müller-Braun und ich durfte es in Zuge einer Leserunde bei Lovely Books lesen, die von meiner lieben Lea geleitet wurde. Ich habe den Austausch sehr, sehr genossen und lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, irgendwie war jeder so begeistert wie ich. Also es ist ein richtig genialer Reihenauftakt. Es geht um die 7 Todsünden, es geht um 7 Königreiche der Todsünden. Jedes Königreich wird von einem Fürsten regiert, der Fürst der Gier, der Fürst des Zorns und so weiter und so weiter. Also erinnert in manchen Zügen so ein bisschen an Kingdom of the Wicked. Aber wenn man weiter in das Reich eintaucht, in die Geschichte eintaucht, dann merkt man, dass da eigentlich bis auf die Tatsache, dass es um die Todsünden geht, es rein gar nichts mit Kingdom of the Wicked zu tun hat. Ich habe die Geschichte von wirklich Anfang bis Ende geliebt. Es geht um Navien. Sie ist eine Heroe und Heroe sind quasi die Geschwisterkinder zu den eigenen Kindern. Also es ist so, dass in dem Königreich immer ein Kind geboren wird, das ein Dämon ist, und dann im nächsten Jahr oder 9 Monate später wird ein Kind geboren, das deine Tochter oder dein Sohn ist. Es ist auch immer entweder Mädchen oder Junge. Und diese erste Geburt, dieser Dämon, sieht zwar auch menschlich aus, aber ist eigentlich nur dazu da, deinem Kind quasi zu dienen, es zu beschützen, es mit seinem Leben zu beschützen und wird auch nicht als, ja, eigenes Kind angesehen. Das habe ich mir ganz, ganz schwierig vorgestellt. Also waren manche Passagen, gerade so der Prolog, wo dieses Kind, von dem du weißt, es wird ein Dämon, der Mutter entrissen wird. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich mir dann irgendwie so vorgestellt habe, wenn mir nach der Geburt jemand Maler entrissen hätte, ich hätte sie ja geliebt, egal was sie war. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Und dementsprechend war ich schon ab dem Prolog voll mit dem Herzen und mit meinen Emotionen mit dabei. Eines Tages wird das Königreich von Navien und ihrer Familie angegriffen und sie muss mit ihrer Schwester flüchten.
ihre Schwester geht verloren und Navien gibt sich quasi als sie aus. Sie schneidet sich die Lilie von der Schläfe, die sie als Hero kennzeichnen würde, und sie hat noch ein Herz auf der Brust, das auch jeden Heroen kennzeichnet. Das kann sie verstecken, das schneidet sie sich raus. Das war schon sehr, sehr eklig zu lesen, muss ich schon sagen. Und es gibt aber leider auch welche, die sie direkt enttarnen und, ich nenne es mal, erpressen zu bestimmten Dingen, die sie für sie tun sollen oder Pläne, die sie schmieden sollen. Insgesamt ist es ein wundervolles Buch und ich freue mich auch schon sehr auf den Herbst, wenn die Geschichte dann weitergeht. Kommen wir jetzt zu dem Buch, das wahrscheinlich einer meiner All-Time-Favorites werden wird. Ich muss nicht so viel darüber sagen. Throne of Glass ist, glaube ich, jedem in der Bücherbubble ein Begriff. Wir haben mit unserem Buddy Read, also die Nella, die Tatjana und ich, Band 5 jetzt im März gelesen. Aktuell lesen wir gerade Band 6. Das heißt, im nächsten Lesemonat werde ich euch auf jeden Fall den 6. Band zeigen können und vielleicht sogar den 7., je nachdem, wie schnell wir durchkommen. Ich bin jetzt schon 2 Abschnitte voraus im 6., weil ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht. Ich konnte nicht warten. Es fehlt jetzt noch einer, den habe ich gestern Abend nicht mehr geschafft, weil ich so müde war. Aber insgesamt ist die Reihe einfach unfassbar, was Sarah J. Maas sich da aus den Fingern getippt hat. Diese ganzen Hintergrundintrigen, die dann jetzt, wo es aufs Ende zugeht, alle irgendwo Sinn machen und zusammenlaufen. Und ach, es ist einfach unfassbar. Wir haben leider feststellen müssen, dass man Band 5 und Band 6 hätte auch storytechnisch parallel lesen können, weil dieses hier mit einem so abartig ekelhaften Cliffhanger endet, dass wir eigentlich wissen wollten, wie es jetzt hier weitergeht. Und jetzt mussten wir aber erst Band 6 lesen, wie es mit Kale weitergeht, bevor wir wissen, wie es mit Aelin und Co. weitergeht. Wisst ihr, wie ich meine? Also, falls jemand die Reihe noch nicht gelesen hat, merket auf, wenn ihr Band 1 bis 4 durch habt und den Zusatzband durch habt, den man entweder ganz am Anfang oder nach Band 4 lesen soll, dann holt euch 5 und 6 parallel. Es gibt da auch eine Liste im www. Ich werde sie, wenn ich dran denke, unten in der Infobox verlinken. Da seht ihr, welches Kapitel ihr nacheinander lesen müsst. Also da steht dann zum Beispiel, lest jetzt hier bis Kapitel 5 und dann wechselt zu Band 6 und lest da die ersten 4 Kapitel und so weiter. Also da müsst ihr echt mal schauen. Ich verlinke es euch unten, wenn ich es im Internet finde, und dann viel Spaß mit dieser Reihe. Kommen wir last but not least zum letzten Buch, das ich im März gelesen habe. Das war auch ein Buddy Read mit der lieben Jackie, und dieses Buch haben mir auch schon so, so viele von euch empfohlen und auch schon so viele auf Instagram empfohlen. Die Illuminae-Akten von J. Christoph. Wie ihr wisst, bin ich ja ein ganz, ganz großer J. Christoph-Fan, und dieses Buch musste jetzt auch endlich gelesen werden. Illuminae, die Illuminae-Akten. Ihr seht schon an der Aufmachung, es sieht einfach komplett anders aus als andere Bücher, und genau das ist es auch. Das Buch besteht nur aus Chatverläufen, Protokollen, Tagebüchern. Das ist nochmal ein Chatverlauf. Zwischendrin mal so ein bisschen Spielerei. Also das ist einfach richtig, richtig witzig. Irgendwo taucht dann auch noch... Warte, wo ist es? So Bilder auf, die Aiden macht. Aiden ist die KI, in der es in dem Buch geht. Und hier, das hat mir richtig gut gefallen. Da hat er die Protagonistin in Einsen und Nullen gemalt, beziehungsweise indem er ihren Namen schreibt. Aber um was geht es überhaupt? Ich erzähle schon wieder so viel von dem Buch, ohne was von dem Buch zu erzählen. Wir begleiten Protagonistin Katie Grant, die auf Carranza 4 lebt. Das ist ein Planet, der dann eines Tages angegriffen wird. Die ganze Bevölkerung flüchtet sich quasi in Rettungskapseln, geht auf ihre verschiedenen Schiffe. Es gibt die Hypatia, es gibt die Copernicus, es gibt die Alexander. Und angegriffen werden sie von der Lincoln. So, diese 4 Schiffe muss man sich irgendwie so ein bisschen merken. Sie flüchtet sich
mit ihrer Mutter auf die Hypatia und ihr Freund, von dem sie sich eigentlich kurzfristig getrennt hat, flüchtet sich auf die Alexander. Ja, auf der Alexander herrscht eine KI, die Aiden heißt. Und plötzlich beschließt Aiden, auf die Copernicus zu schießen, also auf das eigene Schiff, und zerstört es vollends. Warum hat er das getan? Das ist die große Frage. Sie wird natürlich direkt abgeschaltet und dann flüchten sie quasi vor der Lincoln. Und darum geht es so ein bisschen in der Geschichte, dass die Lincoln einfach diese anderen Schiffe angreifen will und keiner weiß, warum. Und plötzlich bricht auf einem der Schiffe ein Virus aus und verseucht viele, viele Teile der Besatzung. Und das wollen sie natürlich in den Griff kriegen. Und wer hat da natürlich auch wieder die Finger mit im Spiel? Aiden! Ihr habt es erfasst. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Buch. Ich habe mir das auch gar nicht vorstellen können, dass ich nur anhand von Berichten, Chatverläufen und Co. wirklich das Gefühl habe, dass ich ein richtiges Buch gelesen habe. Also ich habe die Geschichte wirklich weggesuchtet und vor allem liegst du im Bett abends und denkst dir, ach ja, jetzt liest du mal noch ein bisschen, jetzt liest du mal noch ein bisschen. Ach, eine Seite geht noch und dann kommt da zwischendurch sowas und dann kommt dann zwischendurch noch sowas, wo du eigentlich gar nicht lesen kannst und ratzfatz sind da plötzlich innerhalb von ein paar Minuten 50 Seiten weg und du denkst dir so, ja, okay. Ja, das Buch habe ich, wie gesagt, mit einer Freundin zusammen gelesen und zwei andere Freundinnen von mir hatten es vorher gelesen. Die sind beide am Diskutieren, ob sie Aiden cool finden oder nicht. Die sind da gespaltener Meinung. Die eine sagt mega cool, die andere sagt mega kacke. Ich bin pro mega cool. Ich finde, Aiden hat zwar viel Mist gebaut, aber ich fand ihn total unterhaltsam, weil er einfach so total psycho ist, aber unterhaltsam. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die liebe Jackie sagt. Ihr dürft mir gerne auch mal in den Kommentaren verraten, was ihr von Aiden haltet und ob ihr die Reihe gelesen habt, ob ihr sie genauso gesuchtet habt, wie ihr den Aufbau fandet etc. Aber ihr dürft mir auch gerne zu einem der anderen Bücher einen Kommentar da lassen oder euch bei Instagram mit mir darüber austauschen. Das war's nämlich von mir. Ich verabschiede mich, wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder und Küsschen!